So, Freund Blas, ich will kämpfen. Good day and welcome to the arena. Is this your first time? It is. Excellent. The crowd just loves to see new faces. So, are you ready to rise to the challenge? Or would you like a little reminder of the rules before jumping in? Unless, of course, you're just here to go over the basics and get in some practice. Erst heraushauen, ersuche an der Seite des gefangenen Jägers zu kämpfen. I wish to fight alongside the island hunter that was captured. Really? You'd have to go in alone. Your friends will need to stay in the stands. Are you sure that this prisoner is worth risking your life? This man has been the victim of terrible injustice. I cannot stand aside without doing anything. Oh, that's extremely noble of you. But it's just the sort of crazy idea that the crowd loves. I have to warn you though. If you want to fight now, you will lose your bonus in the running challenges. So, what'll it be? Justice can't wait. Erst kämpfen. I'm ready to fight. Excellent. In that case, the arena awaits you. Whoa! 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 Hey! 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 Whoa! Ah! Ah! Oh! Das ging ja schnell. Okay, okay. Wir können ja mal gucken, was haben wir denn überhaupt als Mannequin? Nur die besten Sachen. Farbig nicht. Nee, Ring war jetzt ein bisschen doof gewesen. Ach, Mann. Wo war jetzt der Ring gewesen? Nope. Ach, warte mal, das war der Ring. Ach. Stimme ja. Du kannst ja zaubern. Good day and welcome to Excellence. Mal üben. Wow! Hahaha! Hast du gesehen? Okay, wo waren die nochmal abwehren? Ja, komm. Haha! Na? Komm her, komm her! Ha! Ha! Zack! Okay, okay, okay. Eine taktische Pause, okay.
Okay, machen wir ja alles, wa? Nee, Rüstung. Okay, das war schon gewesen, oder was? Hey, ganz ruhig. Ja, und jetzt? Habe ich gewonnen. Okay, das war die Übung gewesen. Hä? Wo sind wir jetzt? Können wir bei dir was kaufen? Ach, Gruppen zusammenstellen. Cool. Ja, aber eigentlich wollte ich jetzt kämpfen. Okay. Jetzt bin ich aber bereit. Ja, auf geht's. Perfect. As soon as you're ready, you can jump right in. My lords and ladies, here is a new team of fighters taking. Dankeschön. Give them a hearty welcome. Ha! Okay, jetzt kämpfen wir wenigstens irgendwie zu dritt zusammen. Auch nicht schlecht. Komm her. Dankeschön. So. Ich verstehe dich nicht, Mäuschen. Oh. Gut. Oh, Level 5. So. Wer bist du? Hey, komm her, Mäuse. Komm her. Hoppala. Bisschen aufpassen. Haha. Was? Zu dritt ist es ja viel, viel besser. Dankeschön. Gut. Weiter geht's. Ja, die zweite Herausforderung. Wow. Was seid ihr denn? Okay, okay. Ah, ihr seid aber langsam. Oh, hallo? Ja. Okay, jetzt der letzte hier noch. Ey, schlägt keine Frauen. Noch mehr von denen? Ready to excite the crowd. Gerne doch. I need to get going. Huh.
Was seid ihr eigentlich überhaupt? Seid ihr Werwölfe oder irgendwas? Ihr seid so ein bisschen aus wie Eichhörnchen. Kann mir jemand mal helfen hier? So. Oh. Hilfe, Leute! Leute! Au! Scheiße! Oh! Mist, Mäusekind ist ja schon gestorben. Ihm checkt jetzt auch. Okay. Okay. Egal, komm. Ah. Scheiße! Scheiße! Hahaha! Wow! So. Hui, ui, 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 ui. Shit, oh shit, oh shit. Kriegen wir irgendwelche Materialien hier? Greenblood, there's something I would like to talk to you about. I'm listening. I recruited a young man for the guard a few months ago. Talented. Very talented. And honorable. I've been tracking his progress and I learned that he's been sent to the barracks in New Serene. I would like you to meet him so that you can give me your opinion. My opinion? On what? Ever since our departure from Serene, I've spent nearly every second at your side. But I have clear standing orders to assure the protection of Constantine. And I don't know his guards. Not well, in any case. I see. You've been thinking this recruit might be a suitable personal guard? Precisely. And your opinion has weight. So then, would you like to accompany me to meet him? Klar. I don't have time now. Can it wait a while? Anything else? I must leave you. Geh. Boah, kriegen wir das hin? Ist mal ganz ehrlich. Hier habe ich irgendwie nichts. Wie schaut es denn eigentlich mit den anderen hier aus? Okay, warte mal. Sie hat erstmal. Was hat sie denn jetzt hier eigentlich alles? 2, 8. Warum habe ich eigentlich so wenig, ey? Eigentlich alles soweit gut. 96. Wir können bei ihr mal gucken. Kann ihr noch was geben hier? Boah, guck mal hier. Viel besser. Jetzt vielleicht ein bisschen länger durch. Schüchchen, da sind nur 17. Guck mal, hier haben wir noch einen 24er. Sieht zwar jetzt ein bisschen männlich aus, aber das ist egal. Okay, haben wir eine Möglichkeit eigentlich noch irgendwas zu kaufen?
No. Aber sowas wie ein Händler gibt es jetzt hier nicht mehr, oder was? Oh, der ist aber gar nicht gut. Der hat ja gar nicht so gut leben. Boah, okay, da müssen wir uns irgendwie hier versuchen ranzuwagen. Gibt es denn irgendwie Möglichkeit, noch Tränke zu kaufen? Da kann ich hier noch wieder raus. Ich hoffe mal. Probieren wir es mal aus. I'll be going now. Later then. Later then. Gibt es eine Möglichkeit, hier irgendwie was zu kaufen? Hm, wo ist denn der Barmann? What can I pour for you? Ach. Nothing, thanks. Super, kann ich gar nichts kaufen. Na gut, na gut, na gut, na gut, gehen wir nochmal wieder zurück. So viel dazu, ganz schnell mal gemacht. So, dann gehen wir mal runter. Oh. Oh. Ja, ich merk schon. Oh, alles gut. Oh, ja. Oh, wie haben wir das denn bekommen? Wow. Dankeschön. Kriegen wir hin. Okay.
Puh, okay. Kann man die irgendwie abspeichern? Oh, da kann man wirklich. Falls auch was passiert. Okay. Nein. Ah. Oh, nein, ah, hoppla. Können nur eins machen. Leute, ich glaube, wir schaffen das nicht mehr. Ich habe da kein gutes Gefühl. Hoppla. Okay, ja, meine Gruppe ist schon wieder tot. Nicht gut. Komm her. Okay. Da komm noch mal her. Wow! Oh, Schein gehabt. Ah, hört doch mal auf! Ey, das ist ja richtig unfair, was ihr hier macht. Ja. Ihr Archibald. Ha. Komm her. Ha. Oh. Wow. Nein. Oh, ey. Boah, Alter! Ey, hallo! Okay. Nein! Ich wollte gerade den Food-Angriff ansetzen. Okay, gut, liebe Leute, das war jetzt einfach nur noch Quatsch gewesen. Ja.
Wir brechen jetzt hier alles ab. Wir versuchen uns nochmal hier vielleicht. Warte mal. Ja. Ja. It might be better for me to. I need to get going. Wir werden das Ganze tatsächlich vertagen. Auf ein anderes Mal. Dann holen wir ihn irgendwann auch mal ab. Abgemacht, abgemacht. Gute Idee. Ach man, das war heute aber ein bisschen sehr duftig gewesen, ganz ehrlich. Dann gehen wir mal doch gleich mal was anderem hinterher, nämlich der Hauptquest. So, die ist jetzt weg, genau, richtig, sehr schön. Und dann gehen wir nämlich hier raus. Das war jetzt so doof gewesen. Weil dann machen wir uns mal jetzt hier gleich halb auf dem Weg zu diesem Dorf und gucken uns erstmal zum Ende der Folge jetzt hier nochmal das Ganze hier an. Wie gesagt, die Arena-Kämpfer, die waren soweit gut gewesen, aber wir sind dann doch ein bisschen zu schwach. Sind aber alles Dinge, die kann man natürlich selbstverständlich alles später machen. Oh, ja, ist schon dunkel. Hä? Hast du was Schönes für mich? Wir wollen gerne etwas verkaufen. Nein. Mal hier vielleicht ein bisschen Ordnung wieder zu machen. Schuhe. Kriegen wir vielleicht wahrscheinlich gar nicht so viel, aber. Oh. Was hast du denn noch Schönes hier? Kaufen. In Sachen Waffen. Ui, cool. Aber irgendwie bin ich da, glaube ich, wahrscheinlich noch ein bisschen zu schlecht dafür. Oder die sind zu teuer? Ach, die sind wahrscheinlich zu teuer. Ah, ja, die sind zu teuer. Oh, den könnte ich tragen. Kann ich den auch benutzen? So, der 52 Qualität, Betäubung. Oh, Betäubung, das ist ja alles hier richtig krass. Okay. Das können wir uns wahrscheinlich alles gar nicht mehr leisten, wa? Wo haben wir unsere Goldanteile? Preis, Gold, 8,19, okay. Aber, voilà. Ja, ja, alles. Lass mal kurz mal angucken. Was ist denn Hoshi mal? Ja, toll. Schwere Zweitwaffe, okay. So, jetzt rein theoretisch gesehen könnte ich den jetzt nehmen, wa? Warum kann ich den immer noch nicht nehmen? Voraussetzung, okay. Oh, scheiße, das habe ich umsonst gekauft. Das gibt's doch nicht. Kettenangriff. Fester Griff. Talente. Okay. Schade aber auch. Hat nicht jetzt geklappt. Aber jetzt haben wir schon mal die Waffe im Petto. Nehmen wir uns mal hier alle. Und dann würde ich mal sagen, tatsächlich, machen wir uns mal hier gleich auf den Weg.
gucken wir uns mal so ein bisschen an, wie natürlich diese offene Welt auch wirklich dargestellt ist. Da bin ich ja wirklich mal gespannt. Also es macht schon den Anschein, wir müssen auf alle Fälle zum Ausgang gehen. Und da wird wahrscheinlich die Karte neu geladen. Schön, dass man hier auch... Hä? Ey, wollte mich denn hier angreifen? Keiner, aber. Oh, ey, warum ist es auch so dunkel hier? Das ist für mich so ein bisschen die Frage. Hä? So! Oh, cool. Was hast du Schönes? Voilà. Da ist so ein bisschen was rausgesprungen. Wo müssen wir jetzt hier lang eigentlich? Da lang. Ah! Guck mal, hier ist schon das Tor. Hier ist ja schon das Tor. Sehr schön. So, erkunden. Terra Fredia besteht aus mehreren miteinander verbundenen Regionen. Während deiner Erkundung wirst du lang Lagerplätze entdecken. Dort kannst du dich ausruhen und eine Schnellreise antreten. Wenn du das Ende einer Straße erreichst, dann verwende das Reiseinterface, um dein nächstes Reiseziel auszuwählen. Okay, es gibt auch Karawane. Cool. Gespannt, gespannt, gespannt. Also, okay, das ist halt so ein bisschen Final Fantasy, so ein bisschen. Wir haben verschiedene kleine Ebenen. Hier haben wir zum Beispiel auch einen Händler. Ein wunderschön! Do you want to travel without tiring yourself out? My caravan. So, where should I... Oh, kenne ich alle gar nicht. Nee. Wir kommen mal später darauf zurück. Da gucken wir uns dann mal in Ruhe alles hier an. Jetzt ist natürlich die Frage, wo müssen wir jetzt lang? Wir laufen jetzt einfach irgendwo lang. Gucken, ob wir auch hier irgendwelche Gegner haben. Können wir eigentlich hier rein? Nee. Doch. Krass. Wozu auch immer, aber wird sich ja irgendwann mal dann zeigen. So, Reisen. Hier müssen wir also hin. Kann ich auch so ein bisschen reinzoomen? Ach, wir gehen einfach dahin. Okay, Lager im Wald. Händlerlager. Jetzt sind wir aber anscheinend hier richtig. Kann ich das hier nicht nehmen? Naja. Wer ist denn da? Ey Leute, was macht ihr denn hier oben? Hallöchen! Was macht... Oh nee! Oh! Oh! Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Die sind stark.
Okay. Es sieht imposant aus, da gehen wir aber nicht nochmal hin. Also die Magier waren mir ein bisschen zu stark gewesen. Gut, dann gehen wir weiter geradeaus und ich denke mal, so weit ist es ja eigentlich, denke ich mal, auch nicht mehr. Jetzt haben wir uns mal so ein bisschen uns angeschaut, was hier wo ist. Ah, oh, guck mal, hier haben wir auch schon unsere ersten Gegner, die hatten wir auch in der Arena gehabt. Die könnten wir rein spielen noch hinkriegen, glaube ich. Auch wenn es hier... Ja. Ja. Okay, cool. Unser erster Kampf hier draußen. Ja, wir können auch hier. Ah, okay, so könnten wir auch machen. Einfach ein bisschen schneller tippen, dann müsst ihr nicht immer da auf die Position gehen. Also einfach auf ihn zulaufen und dann einfach mal tippen. Dann passt das schon. Okay, ja, dann würde ich mal sagen, ohne dass ich mich jetzt hier irgendwie ein bisschen vertue, verhasple und was auch immer. Da vorne haben wir auch wieder welche. Aber das ist, glaube ich, einer mit dem Karawan, war? Kann das sein? Sieht nämlich irgendwie so ein bisschen danach aus. Ich hoffe mal, ja. Gut, dann werden wir nämlich hier ganz kurz mal halten. Und dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Dann machen wir uns weiter natürlich auf dem Dorf hinfort. Ursula haben wir ja auch mitgenommen. Das war auf alle Fälle sehr lehrreich. Wir haben ein bisschen in Sachen Kämpfen einiges dazugelernt, muss ich mal sagen. Auch wenn wir dann in der dritten Runde gar keine Chance mehr hatten. Das war dann einfach zu schwer gewesen. Gerade auch, weil, ja, mit meinen Kumpanen das nicht allzu einfach war. Aber nichtsdestotrotz, das haben wir uns so ein bisschen mal reingefummelt. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns und hören wir uns bei der nächsten Folge hier. Puh. Dann würde ich mal sagen, dann sehen und hören wir uns bei der nächsten Folge hier von Greedfall. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Auf Wiedersehen und tschüss. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.